Grüß euch Leute. Heute geht es wieder mal um einen BMW. In dem Fall einen F11 525D X-Drive. Also 2 Liter Vierzylinder, Biturbo und Allrad. Das ist das gute Stück. Und zwar, was gibt es als erster zum Sagen über diese Autos? Zunächst einmal, man darf sich von den F-Baureihen nicht das erwarten, was die E-Baureihen eventuell geleistet haben oder hinter sich gebracht haben. Dazu aber später mehr. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, diese Autos sind nicht die besten, sie sind aber auch nicht schlecht. Sie kosten halt im Endeffekt relativ viel Geld, wenn man eine gewisse Ausstattung hat, die vielleicht nicht unbedingt ideal ist. Und dann hast du natürlich das Problem, dass so ein Auto ziemlich schnell ziemlich teuer werden kann. Deshalb mache ich das Video und möchte euch das ein bisschen näher bringen, wie es das am besten angeht, wenn ihr euch sowas anschaffen wollt und was ihr da am besten nehmen könnt, damit es dann auch nicht ausartet und ihr nicht länger mal breiter zahlt. Also wenn wir uns das Auto mal anschauen, rein optisch ist die F-Baureihe wunderschön. Also da kann man einfach nichts sagen. Das Auto ist einfach ein Männertraum schlechthin. Mein Schwager gibt jetzt nicht unbedingt viel auf Optik, deshalb hat er auch kein M-Paket, deshalb hat er auch keine 20 Zoll Radeln drauf. Er ist eher so der Typ von A bis B und ja, das so gut wie möglich. Und da sind wir aber auch schon beim Thema, wenn wir uns das Auto anschauen. Das Auto ist jetzt von 2014, hat 140.000 Kilometer am Tacho. Ja, was soll ich sagen? Sagen wir mal ehrlich, mein Schwager hat das Auto jetzt 5 Jahre lang. Wir haben jetzt 2021, also 4 Jahre, Entschuldige. Und im Endeffekt, wenn wir uns ehrlich sind, ist es ja so, dass mein Schwager vor 2 Jahren fürs Pickel ungefähr 2.500 Euro einstecken hat müssen. Da war das Dynamic Select oder Drive Select oder wie es heißt, war defekt oder ausgeschlagen. Das war alles zum Ersetzen. Natürlich sauteuer. Also da muss ich schon sagen, da war ich ziemlich enttäuscht, wie ich das gehört habe, weil ich wollte mir eigentlich zuerst auch so eine F-Baureihe holen. Für mich war es eher der F30 gewesen. Aber ein Faktum ist halt, ja, dass das einfach ein No-Go ist. Also ein Auto, das gerade einmal 4-5 Jahre alt ist, 2.500 Euro für ein Pickel, Habitäre. Und das aber bei direkt BMW bitte. Also nicht bei irgendeinem Hinterhofwerkstatt, die einem umgezogen hat, sondern das war direkt bei BMW. Das Herzstück ist der 2 Liter Vierzylinder. Die Maschine ist gut, ja, geht gut. Mit dem Biturbo sowieso, weil das ist wirklich ein Biturbo, also ein Twin Turbo. Der 520 zum Beispiel ist nur ein Twin Scroll Turbo. Das ist ein großer Unterschied. Wenn Sie damit ein bisschen befasst, dann wirst du wissen, was der Unterschied im Endeffekt ist. Warum ist das Auto heute bei mir? Wir haben den Scheinwerfer gemacht. Der Scheinwerfer war undicht, hat Probleme gemacht. Ja, ist in meinen Augen auch No-Go. Wir reden da immerhin von einem Auto, das hat nur 140.000 Kilometer um. 140.000 Kilometer und der Scheinwerfer läuft dauerhaft an. Wir haben den jetzt ausgebaut gestern, wir haben den neu abgedichtet. Jetzt funktioniert er wieder. Aber allein die Tatsache, dass man das machen muss, ist in meinen Augen, ja, das ist nicht BMW, wie ich es kenne. Was auch der Grund war, warum ich mir keinen BMW mehr geholt habe. Im Endeffekt, für mich ist BMW auch heute noch der Autohersteller, der eigentlich Sportlichkeit und Eleganz vereint. Das haben sie immer schon am besten kennen. Das werden sie ja immer am besten kennen. Vorwerkstechnisch ist das Auto natürlich ein Traum. Wir haben da jetzt das normale Komfortfahrwerk. Das ist natürlich, das ist wirklich, das ist wunderschön zum Fahren. Und ja, in meinen Augen einfach ein Traum, wirklich ein Traum. Es, die Automatik, die 8-Gang-Automatik ist mit Abstand das Beste, was der Fahrzeugbau zu bieten hat. Selbst die heutige 9-Gang-Automatik von Mercedes kann da nicht mit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und im Endeffekt, wenn ich mir das anschaue, der halbdigitale Tacho, beziehungsweise das große Navi und Sportautomatik. Das macht schon wirklich Spaß, ist lustig zum Fahren. Die Sitze sind ja relativ eng geschnitten. Das ist aber, wenn ich ja, da die großen
Komfortsitze habe, ist das sicher auch nochmal anders. Das sind die teilelektrischen. Im Großen und Ganzen sind die Autos nicht schlecht, aber es ist halt auch ein ziemlich teurer Spaß, weil ich werde euch jetzt aufzählen, was da investiert wurde in das Fahrzeug bereits. Es wurde gemacht. Federbalk links, Federbalk rechts. Mein Schwager ist dann nur original BMW, also ist da schon mal richtig Geld geflossen. Das hat er jetzt zum Kick aufgehört, weil ich ihm tausendmal gesagt habe, er soll aufhören mit dem Scheiß, er soll mir das Auto geben und ich mache ihm das. Dann das Dynamic Select, beziehungsweise Drive Select oder wie es heißt bei BMW. Dann war zum Investieren einmal die, wie heißt's? Na, jetzt komme ich nicht drauf. Also Federbalk, das ist das Drive Select. Also die Windschutzscheibe war einmal hin, okay, das ist ein Pech. Das ist wirklich ein Pech, da konnte auch BMW nichts dafür. Und wenn ich jetzt rechne, er hat in die 5 Jahre, dass er das Auto hat, gerade einmal 30.000 Kilometer aufgeradelt. Muss ich ganz ehrlich sagen, für die 30.000 Kilometer hat er verdammt viel investieren müssen. Der Federbalk hinten links, hinten rechts, waren ein bisschen über 1.000 Euro. Klar, Wahl BMW. Dann war eben das Dynamic Select oder Drive Select. Da waren 2.300 irgendwas Euro fällig. Es ist bitte beim Pickel beanschaut worden. Ah ja, die Stoßdämpfer vorne wurden auch gemacht, weil da hat der linke hat grunen. Natürlich haben sie gesagt, okay, gleich beide Seiten. Leider alles außerhalb der Garantie. Also für alles zahlen Länge mal Breite. Und wenn ich mir das so anschaue, was da alles gemacht wurde, zeigt mir das eins ganz deutlich. Das Auto hat sehr starke Fahrwerksprobleme. Das Fahrwerk allgemein ist für das schwere Auto einfach etwas unterdimensioniert. Im Endeffekt, ja, es ist sehr elegant und schön zum Fahren. Ja, definitiv ein Traum, wirklich ein Traum. Aber das sind halt sicher Punkte, die nicht sein dürften. Wo wir dann auch schon zum nächsten Kapitel kommen. So, das nächste Kapitel, das lautet dann Platzangebot. Man muss ganz ehrlich sagen, das Platzangebot in dem Auto ist hervorragend. Du kannst hinten gut sitzen, du kannst vorne gut sitzen. Du hast definitiv Platz, also ohne Wenn und Aber. Was halt sicher auch ein Thema bei dem Fahrzeug ist, ist, wenn ihr euch sowas zusammenstellt, Leute, dann seid so gut und spart's nicht. Gerade bei der Innenausstattung zu sparen, wäre ein echtes Problem in meinen Augen. Ich würde persönlich immer hergehen, aber wirklich immer. Und das Leder wählen, also Leder ist A und O. Wir sehen das da an die Flecken, die gehen kaum aus. Die Stoffsitze, da kannst du rubbeln und schrubben, du bist da echt ein armer Hund. Sportautomatik würde ich immer nehmen. Dann, was für mich persönlich auch ein Must-Have ist, ist definitiv das Lenkrad, das Sportlenkrad. Ich finde, das Lenkrad ist einfach nicht so schön. Hat jetzt aber mit der Technik selber nichts zu tun, sondern ist einfach nur Geschmackssache. Wo ich persönlich auch sage, nicht zu sparen, ist definitiv beim Motor. Also es sollte dann schon ein 3 Liter 6-Zylinder sein. Und man muss auch sagen, ich persönlich würde niemals einen Allrad wählen. Aus dem Grund, ihr zahlt verdammt viel Gewicht einfach mit. Dieses Gewicht, das ihr da mittragt, wirkt sich natürlich auf die Fahrwerksteile aus, weil es ja auch ein Gewicht eben ist und somit das Ganze drunter leidet, sage ich mal. Ne? Noch dazu würde ich immer die Limousine bevorzugen, aus dem Grund kein Luftfahrwerk hinten. Und was noch ganz wichtig ist in meinen Augen, ist, nehmt einfach ein M-Paket. Mit dem M-Paket ist das Fahrzeug etwas tiefer und das Fahrwerk selbst, also die Dämpfer etc., sind einfach besser. Ohne M-Paket ist das Fahrzeug definitiv sehr angenehm und schön zum Fahren. Aber wie gesagt, hast du halt immer wieder die riesen Probleme mit Fahrwerk. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, sondern das ist wirklich immer wieder so. Deshalb meiner Meinung nach, spart bei den Sachen nicht. Wenn ihr sowas kauft, kauft euch das gleich richtig und dann habt ihr eine lange Freude damit. Weil es bringt mir nichts, wenn ich so ein Auto kaufe und ich habe dann im Nachhinein nur Probleme. Die 2 Liter Diesel sind halt Maschinen, ja, was soll ich sagen, sie sind nicht schlecht.
Sie sind wirklich nicht schlecht. Aber man muss halt damit rechnen, dass ab Kilometer 180 bis 200.000 dann die ersten wirklichen Probleme auftauchen. Und diese Probleme werden halt dann sehr schnell sehr teuer. Deshalb rate ich euch zum Sechszylinder. Beim Sechszylinder, wenn ihr den kauft, tauscht es gleich, sofort, die Ansaugbrücken. Ihr tauscht gleich die Kurbelgehäuseentlüftung. Die Kurbelgehäuseentlüftung ist leider integriert in den Kopf, soweit ich weiß, bei der F-Baureihe. Ganz egal, was das kostet, tauscht es. Ihr macht es nur einmal und dann fahrt eure Langstrecken damit und ihr werdet damit nie Probleme haben. Wenn ihr keine Langstrecken fahrt, also sprich mindestens 20 Kilometer in die Arbeit und heim, wenn ihr das nicht pendelt, dann bitte nehmt einen Benziner. Ihr müsst das Auto für euch perfekt zusammenschneiden. Dann sind die Autos auch durchaus hervorragend. Weil BMW, wie wir alle wissen, baut verdammt gute Autos. Das war immer schon so. Deshalb braucht ihr das nur mal für euch selbst zusammenkonfigurieren, so wie es gehört. Und ihr werdet sehen, ihr habt ja keine Probleme. So, ich bin mit meinem Latein da jetzt am Ende. Ich werde jetzt weiter heimfahren. Und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt zu dem Fahrzeug, bitte scheit's nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich werde euch, wenn es mir möglich ist, sehr, sehr gerne helfen. Im Endeffekt ist das alles nur eine Zusammenstellungsgeschichte bei dem Fahrzeug. Dann hat man auch wirklich lange Freude. Wie gesagt, zusammengefasst ist es jetzt nochmal Limousine am besten. Wenn es unbedingt der Kombi sein muss, ja, dann musst du mit der Federbalge halt immer wieder rechnen. Das ist einfach so. Wenn es möglich ist, M-Paket, dann hast du das M-Fahrwerk oder zumindest das tiefer gelegte Komfortfahrwerk. Beide sind besser als das Standardfahrwerk und der 3 Liter Diesel. Der Rest ist eigentlich Geschmackssache. Ich würde euch halt immer empfehlen, großes Navi, Leder und auf jeden Fall ein Sportlenkrad bzw. eine Sportautomatik. So, im Großen und Ganzen war es das. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Grüß euch, ciao.